Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn bei einer Milchdebatte ein Glas Milch hier stehen würde, würden wir der deutschen Landwirtschaft mehr dienen wie diesen Antrag. Wir können das mit in den Haushaltsausschuss nehmen. Ist da der zuständig? Die Debatte der letzten Tage und Woche hat wieder mal die Landwirtschaft in die Mitte der Berichterstattung geholt. Der Milchpreis hat die Landwirtschaft wieder in die Schlagzeilen gebracht, in die Nachrichtensendungen der großen Medien. Aber ich möchte auch an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, dass es auch andere landwirtschaftliche Betriebe gibt, die Schweine halten, die Getreide anbauen. Und wenn ich dann heute Morgen in der WhatsApp-Gruppe meiner Jungbauern lese, dass der Schlachtschweinepreis für nächste Woche wieder um 5 Cent sinkt, dann müssen wir grundsätzlich über die Landwirtschaft, über die Einkommenslage der Landwirtschaft diskutieren und nicht nur über den Milcherzeuger. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Milch hat hohe Bedeutung für unser Land und gerade für Süddeutschland, aber auch für andere Regionen. Ich denke hier an Ostfriesland. Und lieber Rainer Schwiering, wenn man einer Kuh das Kraftfutter entzieht, verhungert sie deswegen nicht, sondern die Kuh hat einen Wiederkäuermagen und sie ist eine der wenigen lebensfähigen Kreaturen in unserem Land, die es schaffen, aus Gras Milch zu produzieren. Und deshalb ist es wichtig, und das hast du vollkommen richtig gesagt, zum Grünlanderhalt ist eine leistungsfähige Milchviehhaltung notwendig. Wie sieht die Realität aus? Im Jahr 2007, November 2007, war der Preis bei meiner Anlieferungsmilch von der Molkerei bei 44 Cent. Im Juli 2009 bei 22 Cent. Und in dieser Zeit hatten wir auch eine Milchquote. Hatten wir auch die Kosten zu tragen für Quotenkauf, für Quotenpacht, für Überlieferung, für Leasing und die ganzen Finanzmittel, die hier aus der aktiven Landwirtschaft abgewandert sind, in andere Bereiche. Die müssen wir hier auch einmal erwähnen. Und deshalb kann es keine staatliche Mengenregulierung mehr geben. Wir wussten alle, die Quote läuft aus. Viele haben sich darauf eingestellt, auf das Auslaufen der Quote. In erster Linie die Milchbauern in Europa. In Irland stieg die Milchanlieferung um 18%. In Niederlanden um 12%. In Deutschland nur um 3,8%, aber von der Menge her natürlich wesentlich mehr. Und ich möchte nicht wissen, wie die deutschen Milchbauern Milch geliefert hätten, wenn wir keine so große Trockenheit gehabt hätten in unserem Land. Aber, wie gesagt, die Milchbauern haben sich darauf eingestellt. Sie haben Gas gegeben. Wer sich nicht darauf eingestellt hat, meiner Meinung nach, ist die Molkereiwirtschaft. Wir haben hier hohe Defizite in der Vermarktung. Und es wurde gerade angesprochen, dass wir einen Milchpreisunterschied von 5 Cent zwischen Nord- und Süddeutschland haben. Es hat vielleicht etwas damit zu tun, dass wir in Süddeutschland innovative Produkte haben. Aber ob die Frage gilt, sind diese Produkte auch weltmarktfähig? Wir haben auch in Süddeutschland den besseren Zugang zum italienischen Markt. Und wir haben natürlich, wie zum Beispiel solche Schlagwörter wie Bergbauernmilch, ein gutes Absatzimage beim Verbraucher. Aber zum Thema Absatzimage muss ich auch berichten, was ich die letzten Tage in einem Berliner Discountladen gesehen habe. Ein Milchregal für die Frischmilch, der Liter Milch 1,5%, 42 Cent im Verkaufspreis. Leider konnte ich keine mitnehmen, weil das Regal war leergefegt. Der Verbraucher macht seine eigene Entscheidung. Er macht seine eigene Entscheidung und greift nach den billigen Produkten und will diese dann auch nutzen. Frau Präsidentin, die Kollegin will eine Zwischenfrage stellen. Haben wir schon gesehen. Ich wollte Sie nur zu Ende reden lassen. Aber jetzt frage ich Sie, Sie gestatten, Herr Bulling-Schröter, und bitte schön. Ja, vielen Dank, Kollege, dass Sie mir die Möglichkeit geben, Ihnen eine Frage zu stellen. Sie sprechen über Wettbewerbsfähigkeit und das heißt, dass die Milch überall hin verkauft wird, nach USA, in andere Länder und umgekehrt sollen wir ja jetzt dann frische Eier im Rahmen von TTIP aus den USA bekommen. Jetzt meine Frage an Sie, wir kommen ja beide aus Bayern.
Lasst mich doch die Frage stellen, warum regt ihr euch jetzt schon auf? Wir kommen also beide aus Bayern und wir wissen, dass die Bayerinnen und Bayern gern regionale Kreisläufe haben. Wir sind gemeinsam in einigen Gremien, da vertreten wir auch das Regionale vor Ort zu kaufen. Warum organisieren wir nicht mehr regionale Kreisläufe auch, dass das, was bei uns produziert wird, hier vermarktet, verkauft wird, zum fairen Preis? Warum kommen wir nicht dahin, dass wir sagen, wir wollen mehr tiergerechte Haltung? Und da kann man jetzt sich zwar streiten, aber im Prinzip sind wir auch uns einig, dass es da noch viel, viel Zugabe gibt, um dann so viel zu produzieren, wie auch hier in der Region bedeutet und die Bauern und Bäuerinnen davon leben können. Verehrte Frau Kollegin, wenn Sie gerade aufgepasst hätten, ich bin auch ein Freund der regionalen Vermarktung, der regionalen Bergbauernmilch zu vermarkten, damit der Verbraucher nachvollziehen kann, wo kommt das Produkt her. Aber die Realität sieht doch ganz anders aus. Im Discounter das billigste Produkt wird genommen und nicht das regionale. Das ist doch das Problem. Der Verbraucher, wenn man ihn fragt, wenn man ihm eine Keule vor die Nase hält, also ein Mikrofon, was er denn alles einkaufen will, regional und bio, und die Realität sieht ganz anders aus. Hauptsächlich billige Lebensmittel, damit noch genügend Geld für den Urlaub überbleibt. Und einen Hinweis sei mir noch gestattet. Sie kommen aus Ingolstadt. In Ingolstadt ist eine Autowerkstatt, die Produkte herstellt. Wenn diese Autowerkstatt nicht auf den Weltmarkt tätig wäre, dann wäre der Arbeitsmarkt in Ihrer Region ganz anders aufgestellt. Und warum soll eine deutsche Land- und Ernährungswirtschaft nicht an den Potenzialen des Weltmarktes teilnehmen dürfen? Darf das nur ein Autohersteller? Darf das nur eine gewerkschaftlich organisierte Fabrik machen? Nein, das müssen auch unsere Bäuerinnen und Bauern haben. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir debattieren teilweise sehr hochemotional das Thema Milch, mit großer Leidenschaft. Viele machen gute Beiträge dazu. Aber es geht auch um die Rahmenbedingungen, in der sich unsere Landwirtschaft bewegt. Und wenn ich mit vielen Landwirtinnen und Landwirten rede draußen, was bewegt euch am meisten, dann ist die erste Frage, die ich bekomme, wie geht es jetzt weiter mit der Düngeverordnung? Wann kommt ein Düngegesetz? Und ich möchte hier alle Akteure, die sich heute und in den letzten Tagen so hervorragend für die deutsche Landwirtschaft eingesetzt haben, auch dazu einladen, eine vernünftigen, praxisgerechten Umsetzung des Düngegesetzes zu machen. Das Gleiche gilt auch dafür, dass unsere Bauern auch in Zukunft noch verantwortungsbewusst Pflanzenschutzmittel einschätzen dürfen, auch wenn es darum geht, einen Ampfer in der Wiese zu bekämpfen. Da ist ein bestimmtes Pflanzenschutzmittel notwendig. Und einen Satz noch zum Schluss. Im Bundesrat wurde neulich eine Abstimmung herbeigeführt, dass man die Anbindehaltung verbieten soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Drittel der bayerischen Betriebe haben noch eine Anbindehaltung. Wenn Sie diese Anbindehaltung verbieten wollen, müssen Sie zu den bayerischen Bauern, zum ein Drittel der bayerischen Milchbauern sagen, sperrt eure Höfe zu. Und das will ich vermeiden. Und darum frage ich zum Schluss aber die wirklich gleiche Frage, jetzt zum Schluss. Ich frage zum Schluss die gleiche Frage, die Fritz Ostendorf zu eingangs gesagt hat. In welchen Zeiten leben wir eigentlich? Vielen Dank. Vielen Dank.